Aufzeichnen. So. Ja, herzlich willkommen am Sonntagmorgen. Ich habe herrlichsten Sonnenschein, gehe auch gleich raus. Aber vorher werden wir hier nochmal über Uswap und Eclipse City reden. Wer swappt denn von euch schon alle? Also wir haben hier ja einen Workshop, ne? Also ihr könnt euch auch zeigen, miteinander reden und so weiter. Wobei es wird aufgezeichnet und wird bei uns auf den YouTube-Kanal gestellt. Also es liegt an jedem selbst, wie weit er sich zeigen möchte. Nur, dass ihr das auch wisst. Wir haben einen deutschen YouTube-Kanal und da wird das Video nachher reingesetzt. Ich swappe. Du swappst. Ja, sehr schön. Wer swappt denn noch nicht? Fragen wir mal so herum. Könnt ihr auch in den Chat reinschreiben. Ich swappe noch nicht. Achim Fuchs. Ah, der Achim. Okay, ja, das ist schön. Das freut mich, dass wir ein paar haben, die noch nicht swappen, wo wir jetzt alles erklären können. Und ich hoffe auch auf die, die schon swappen, dass die mich gegebenenfalls unterstützen. So. Hier sind wir jetzt. Also wir können ganz leicht über die Eclipse City Seite auf die Swap Seite kommen. Ansonsten wäre das einfach uswap.me und dann wäre man auch da. Und das ist immer das Bild, was man dann erstmal bekommt. Das ist so die Hauptseite, sagt erstmal gar nicht viel aus, aber es kommt schon noch. Hier hinten rechts haben wir drei Punkte. Und bei diesen drei Punkten sind einige Unterpunkte. Unter anderem ganz, ganz wichtig, das Help Center. Und hier kann ich alles nochmal nachlesen, haut es durch einen Translator, falls ihr das Englische nicht versteht, aber hier ist alles einfach nochmal erklärt, wie das Ganze funktioniert. Alles, was ich jetzt auch so ein bisschen erzähle, findet ihr hier alles nochmal zum Nachlesen. Also ganz, ganz wichtig, alles ist zu finden, haben sie wirklich toll gemacht, muss ich sagen, und kann man alles, ja, sich selbst erarbeiten auch, beziehungsweise, wenn es jetzt einmal gesagt wird, das bleibt ja alles nicht schon so schnell im Kopf hängen, dass man da einfach nochmal ein bisschen weiter recherchieren kann. Komme ich wieder auf die Hauptseite. Listing sehe ich gerade, ist ein neuer Knopf. Request for Token Listing on Uswap. Ah ja, das kommt jetzt neu. Da möchte ich aber nicht drauf eingehen, weil das lernen wir jetzt erst gerade alles. Das wäre jetzt, ist nur schon das Vorprogramm. Telegram, wir haben auch eine Telegram-Gruppe dazu. Da sind über 7000 Menschen drin und da geht es natürlich den ganzen Tag auch ab. Das kann auch locker mal 2.000, 3.000 Nachrichten am Tag bringen. Aber trotzdem auch ganz interessant, das alles mitzulesen. Uswap ist auch auditiert, das ist, heißt, es ist auch ein Stempel drauf, dass alles korrekt abgewickelt ist und abgewickelt wird. Und das kann man auch nochmal nachlesen, falls man sonst kein Vertrauen hätte in das Ganze. Ja, und dann haben wir hier noch Yume Finance und Eclipse City ist natürlich auch hier vertreten, dass man direkt auf die Eclipse City Seite kommt. Das ist ja das Dach über allem. Eclipse City baut gerade richtig toll was auf für den dezentralen Finanzbereich und ihr könnt dann nachlesen, was es so alles gibt, aber das ist auch gerade alles in der Überarbeitung noch, deswegen bin ich gar nicht näher drauf eingegangen, weil hier gerade so ganz, ganz viel passiert. Also auf jeden Fall, das ist unter den drei Punkten hier hinten rechts zu finden. Aber jetzt kommen wir erstmal auf Uswap. Was kann Uswap? Also bei Uswap kann ich ganz einfach Coins wechseln. Und zwar nur welche, die auf der T-Rex Blockchain laufen. Und nur das, was Uswap gelistet hat. Also ihr kennt vielleicht Uniswap, ihr kennt JustSwap oder sonst irgendwas. Es gibt ganz, ganz viele solche Börsen. Beispielsweise dieses Tronlink Wallet ist verknüpft mit JustSwap. Und JustSwap ist von Justin Sun die Swap-Börse. Ja, da kommt man dann automatisch hin. Übrigens, diese Swap-Börsen, die verbinden sich direkt mit eurer Wallet, mit eurem Account.
Ja, also das ist jetzt direkt hier, seht ihr auch 4.384 T-Rex. Ich gucke mal eben auf das Konto drauf. Ja, das ist genau die Summe, die hier auf dem Konto drauf liegt. Und egal, ob ich jetzt bei JustSwap drauf gehe oder ob ich bei Uswap drauf gehe, ich sehe ganz genau, was ich auf dem Konto drauf habe, weil die Verbindung sofort hergestellt wird. Und wie gesagt, ich kann hier einfach, das sind die Token, die ich hier wechseln könnte. Das heißt, ich könnte hier meine T-Rex wechseln gegen EFT, das ist ja unser Clip City Financial Token, oder gegen Yumi, das ist unser Token hier von der Uswap-Börse, oder USDD, das ist der US-Tether, das ist ein dollargedeckter Stablecoin, der auch keine großen Sprünge macht, der sich zwischen 97 Dollar Cent und einem Dollar immer bewegt. Es gibt auch Bitcoin und Ethereum auf der Tron-Blockchain. Das heißt, man wrappt die, man packt die ein, dass die auch auf der Tron-Blockchain laufen, muss man über eine bestimmte Börse kaufen und dann hier noch ein paar andere kleine. Und man kann sich zu allen Coins natürlich auch die Informationen holen. Sollte man auch immer, weil hier im Coin-Bereich heißt es auch, do your own research. Hier ist keiner da, um irgendjemandem etwas nachzutragen oder wir sagen nur, was man für Möglichkeiten hat und wo man was finden kann. Aber ansonsten ist jeder für sich selbst verantwortlich und muss hier auch seine eigene Recherche machen. Also, ich kann mir hier verschiedene Coins aussuchen. Ja, wozu ist das Ganze überhaupt da? Ja, also wir, die schon länger dabei sind, wir lieben einfach, dass wir Liquidität in diesen Markt hereingeben und dass wir auf die Art und Weise staken können. Und ich gehe jetzt mal eben hier auf EFT-Staking. EFT ist wie gesagt der. Ich muss ja erstmal hier das Konto umschalten. Ich habe ein separates Konto, mit dem ich stake. Und hier gibt es verschiedene Pärchen, die ich staken kann. Und ja, was ist das überhaupt? Also, um sowas zu machen, muss ich erstmal Liquidität in den Markt reingeben. Das heißt, ich suche mir ein Pärchen aus. Ein Pärchen von zwei Coins. Ne? Hier ist der Yumi mit dem KLV. KLV ist der Coin von der Clever App. Viele haben von euch ja die Clever App auf dem Smartphone. Oder Sun. Sun ist vom Justin Sun eben auch ein Coin. Den habe ich mit dem Yumi gepaart. Und wenn ich sowas machen möchte, dann muss ich 50-50 Geld in die Liquidität reingeben. Das heißt, den gleichen Wert, also im Wert von 100 Sun, auch den Wert von 100 Yumi. Und dann kann ich das als Liquidität hereingeben und dann kann ich sagen, ich gehe ins Staking rein und beim Staking verdiene ich ganz einfach Geld. Und das sind die aktuellen Pärchen, die gerade alle so laufen. Also das hier ist auch mit ein bisschen Aufwand verbunden, aber der macht Spaß. Und hier kann ich einfach die EFT staken. Also alles, was hier rauskommt, was ich hier reingegeben habe, ich werde belohnt mit EFT. EFT ist der Clip City Financial Token und der ist aufgelegt worden mit nur 75.000 Stück. Also es verschwinden wenig. Der Bitcoin hat 21 Millionen, unser Yumi hat 23 Millionen und der EFT hat lediglich 75.000 Stück. Und das ist der Token von Clip City, von der Dachgesellschaft. Und mit dem werden wir auf Dauer gesehen noch sehr, sehr viel machen können. Und worum geht es hier? Ganz einfach, dass man den nicht kauft, sondern dass man sich den durch Staken, ja, erarbeitet sozusagen und dann später Freude hat, damit Geld verdienen zu können. Ich gehe jetzt mal hier auf Mai. Hier gibt es ja hier verschiedene Punkte auch oder Reiter. Ich gehe auf Mai und dann fasst er mir mal eben zusammen, was ich hier gerade so alles habe. Und er gibt mir hier unten auch eine Auswertung. Also ich habe insgesamt 4,5 EFT, so 98 Yumi und von den anderen auch manche im Millionenbereich, weil die so wenig eigenen Wert haben. Im Gegenwert habe ich insgesamt über 300.000 T-Rex hier drin liegen und das macht einen Gegenwert von fast 10.000 Dollar. Das schwankt auch immer alles, weil die Kurse schwanken und so weiter. Da ich aber keine Coins verkaufe, sondern die immer wieder anders paare und hier ins Staking reinsetze, erhöht sich im Grunde genommen immer nur meine Werte und ich habe auch nicht den Verlust. Es könnte hier auch ein Verlust entstehen, aber der Verlust entsteht ja erst, wenn ich was verkauft habe. Ne? Und ansonsten zeigt es mir nur an. Das steht hier auch mal bei. Manchmal rutscht er auch wieder runter auf 8.000 oder sonst was. Er stand auch schon bei über 10.000. Ich mache mir da keine Gedanken, weil
auf Dauer gesehen werden die Coins alle steigen und hier geht es mir einfach nur darum, dass ich den EFT mir erarbeiten kann und das ist das Ziel, was ich hier habe. Und ich habe hier eine Farming Speed innerhalb von 24 Stunden. Also am Tag habe ich eine Ausschüttung von 0,222 EFT, was umgerechnet etwas über 5000 T-Rex ausmacht. Und jetzt habe ich hier einen Pending Claim, der liegt bei 0,13 EFT. Das heißt, der liegt bei circa 3000 T-Rex. Und das habe ich mir jetzt auch extra aufgehoben, um das mit euch gemeinsam zu machen. So, und zwar, jetzt gehe ich auf jedes Konto drauf und das mache ich zweimal am Tag, weil ich ganz einfach, hier sitzt ja auch der Rainer, unsere Rechenmaschine, weil ich ganz einfach auch den Zinseszinseffekt haben möchte. Ich gehe jetzt einfach mal hier auf dieses Konto drauf und erkläre das Konto erst nochmal genau. Also hier ist eine totale Liquidität eben hier insgesamt reingegeben worden von 4.490 Yumi. Und entsprechend genau die Menge KLV, also im Wert entsprechend. Wenn ich hier staken möchte, zahle ich 3% Staking-Fee. Wenn ich hier Liquidität reingebe, bekomme ich dafür den sogenannten LP-Token, den Liquiditätspool-Token. Das ist einfach nur eine Umrechnung und diese Umrechnung liegt natürlich an meinem Wert und den gebe ich hier in das Staking rein. Und von dem Liquiditätspool-Token werden 3% abgezogen und dann starte ich direkt mein Staking hier. Also das ist eine Gebühr, die wir zahlen müssen und ein Teil von dieser Gebühr fließt auch wieder in Eclipse City Global rein, in den großen Topf. APY, das ist das, die jährliche Ausschüttung, die jährliche Rendite und die liegt hier bei über 700%. Wenn ihr was auf der Bank hinlegt, dann zahlt ihr das in einem Minuswert. Andere Firmen zahlen hier vielleicht mal 5 oder 10% APY. Und hier wird über 700 bezahlt. Das liegt natürlich auch daran, wie viele Menschen sind hier dabei, wie viele machen hier mit. Und entsprechend geht sowas rauf oder runter. Und das sind hier, also insgesamt ist das die Liquidität, die drin ist. Und diese Summe hier insgesamt ist ins Staking reingegeben worden. Also ein Teil liegt auch einfach noch auf dem Markt zum Handeln und die sind schon am Staken. So, und wir haben hier ein Pool Supply, das ist insgesamt, was ausgeschüttet wird. Das sind 106 EFT und dieser Pool läuft noch bis zum 3.2. Der ist am 20.01. gestartet und läuft noch bis zum 3.2. Und in dieser Gesamtzeit werden insgesamt diese 106 EFT ausgeschüttet und die Staking-Liquidität, also das ist diese Summe, im Gegensatz zu der Summe sind 94%, die, ja, so viel ist im Topf drin. Und hier ist die Farming Speed, das kann man dann auch ausrechnen an den Tagen, die liegt hier bei 9,6 EFT pro 24 Stunden, was ausmacht insgesamt über 222.000 T-Rex innerhalb von 24 Stunden. Jetzt, was habe ich reingegeben? Ich habe 15 Yumi reingegeben und entsprechend den Wert von über 130.000 KLV. Dafür habe ich 143 Pool-Token gekriegt. Ich glaube, die Summe ist jetzt schon minus die 3% oder das war das Brutto und die 3% sind dann erst abgezogen worden. Das heißt, ich habe jetzt einen Pool-Anteil mit meiner kleinen Summe hier von 0,36%. Was umgerechnet entspricht, ich habe eine Farming-Speed von 0,035 EFT innerhalb von 24 Stunden. Sprich, ich kann mit diesem Pool 820 T-Rex innerhalb von 24 Stunden verdienen. Ist das soweit alles klar oder wer hat Fragen dazu? Weil das ist ja doch sehr, sehr viel erstmal. Mikro anschalten, unten links und einfach fragen. Man lernt das hier übrigens am allerbesten, wenn man es einfach macht. Das ist am allerleichtesten. Ich In sage was für jetzt, eine Summe, in was für eine Summe zahlst du denn aus, also claimst du? jetzt claime ich beispielsweise. Also alles, was über 300 ist beispielsweise oder manchmal auch sogar schon ab 200, kommt darauf an, was ich damit machen möchte. Also ich claime jetzt hier, ich möchte jetzt auch eben meine ganzen Konten claimen. Das sind Meinst du jetzt 300. 100 T-Rex oder meinst du das jetzt Pending Claiming,
Bei 0,01 oder was, oder meinst du die direkt? Ich claime ja sowieso nur die EFT und ich orientiere mich immer hier unten an dem, was es wert ist, was der Gegenwert ist. Der Gegenwert ist jetzt 397, ich drücke auf Claim. Ich muss das eben bestätigen. Und jetzt dauert es wieder einen Moment, dass das genommen wird. Und wir schauen parallel mal eben, was das jetzt gekostet hat. Da ist EFT. Ist schon drauf auf dem Konto. Geht ganz schnell, wie ihr seht. Und es hat jetzt 2,1 T-Rex gekostet. Ja, also es hat jetzt einen Gegenwert gehabt von 397 und 2,1 T-Rex hat es gekostet. Das ist es mir wert, weil ich will es ja weiterarbeiten lassen. Weil jetzt liegt das Geld ja nur faul rum. Macht ja nichts. Jetzt gehe ich zu Sun Yumi. Da ist eine höhere Ausschüttung. Da liegt ja auch mehr drin. Nee, es sind sogar nur 11 Yumi, aber der hat eine bessere Ausschüttung. Ziehe das raus. Dann bewegt sich das Bild immer ein bisschen. Jetzt gehe ich zu WBTT. 310 claim ich auch raus. Warte drauf, bis sich das Bild wieder ändert. Gehe hier zum Win. Claime auch wiederum. So sammle ich von allen Konten was ein. Ich weiß auch nicht, welches Konto sich am besten entwickelt. Die starten auch zu verschiedenen Zeiten und da darf sich auch jeder selbst überlegen, was er macht. Wir geben da auch keine Auskünfte, gar nicht. Ich nehme das jetzt auch mal raus, auch wenn es verschwindend wenig ist. Also jeder muss hier selbst entscheiden, was er machen möchte. Ich möchte auch von keinem nachher hören, oh, du hast mir aber das und das empfohlen oder so. Nein, gibt es hier einfach nicht. Triff deine eigene Entscheidung, mach dich selbst schlau. Lerne, lerne, lerne. Kannst auch von Andreas die Videos immer alle angucken. Das hier ist jetzt ein Pool mit einer etwas höheren Ausschüttung. Nee, so hoch ist gar, nee, der Pool ist auch sehr klein. Aber hier hat man auch nur 1% bezahlt. Also da gibt es auch immer die verschiedensten Parameter. Ne? Nur 1% Gebühr musste ich bezahlen. Der Pool ist am 15. gestartet, läuft noch bis zum 29. Und ich claime hier auch mal eben. Er gilt. Ja. Eine Frage: Für jedes Paar muss man ein extraes THX-Konto haben. Nein. Ah, okay. Ich habe hier einfach mein Swap-Konto. Ich habe hier mein U-Swap-Konto. Okay. Weißt du, ich habe alles auf ein Konto, also ich will das Komplex auf einem haben, weil ich mache das auch noch für zwei, drei andere, ja für drei andere und das vergesse ich manchmal dann auch. Deswegen ist es wichtig, ich habe alles auf einem Konto liegen. Und kann darüber dann arbeiten, habe dann einfach einen Überblick. Ist ja ein besserer Überblick, Ja, okay. habe ich einen besseren Überblick. Ich habe das anfangs auch ganz wild rumgedrückt, ich hatte gar keine Ahnung, war nicht eingewiesen, gar nichts. Und ja, war dann völlig durcheinander, wo habe ich überall was liegen. Aber mittlerweile ist ja auch so schön geworden, dass wir ja auch diesen Button Assets haben. Dass wir auch, egal welches Konto wir angucken auf Tronlink, dass wir dann auch direkt einen Überblick haben, was liegt da sonst noch drauf. So, und jetzt hier, das ist aber wirklich zu wenig, ne? 0,08. Jetzt nimmst du ja nur raus und zahlst dich wieder ein. Genau, jetzt habe ich mal alles abgeschöpft und jetzt gehe ich mal auf Assets. So, und wenn ich jetzt auf Assets gucke, habe ich insgesamt 87 Dollar EFT rausgeholt. Wie gesagt, ich mache das zweimal am Tag. Und jetzt kann ich das natürlich wieder verarbeiten. Und um das euch jetzt zu zeigen, werde ich das Ganze jetzt mit T-Rex machen. Und zwar, wir haben ja hier auch ein Pärchen. Ups, was ist da weggesprungen? Das wollte ich nicht. So. Der Pool ist auch ganz interessant. EFT T-Rex. Ich gehe mal eben auf My. EFT T-Rex. So. Der hat die jährliche Ausschüttung von 619%, aber er kostet nur 1% Gebühren. Er läuft noch bis zum 29. Heute haben wir den 23. Es lohnt sich auf jeden Fall, trotz der Gebühr da jetzt auch noch reinzugehen. Und ich habe hier auch noch nicht so viel drin, deswegen wollte ich hier auch nochmal nachlegen, um dann auch nochmal auszurechnen,
ob der auch wirklich gut ist. Also man muss auch mit Dreisatz immer selbst rechnen noch, lohnt sich das nicht und so weiter. Ich will jetzt für diesen noch was nachlegen, also gehe ich jetzt erstmal hier in die Liquidität rein. Und hier stehen welche drin, die nur noch 0,01 haben. Ich weiß nicht, wieso da irgendwas sich nicht aufgelöst hatte, aber ist ja auch egal. Liquidität, ich sage Add Liquidity. Ändere das jetzt hier um auf EFT und hier auf T-Rex. Ja? Also, ich habe insgesamt diese 0,12 EFT und ich habe das an T-Rex. Und ihr habt eben gesehen, im Dollarwert, der steht ja bei den Assets immer unten drunter. Ich gehe nochmal eben zurück. Der Dollarwert ist hier bei 300, bei 113 und hier bei 87. Also habe ich weniger EFT, als ich T-Rex habe. Denkt immer dran, gerade auf diesem Swap-Konto sollten mindestens 50 bis 100 T-Rex immer liegen bleiben. So, jetzt gebe ich die Liquidität in den Markt rein. Ich muss es wieder neu anstoßen. Er hat es mir wieder verhauen. T-Rex und EFT. Und in dem Falle habe ich ja weniger hiervon, will aber, dass das alles arbeitet und sage Max. Also ich tue das Maximum von dem hier rein und das entspricht dem Wert in T-Rex und sage einfach Supply. Confirm das nochmal und er gibt mir dafür Pool-Token 0,076. Also ist alles auch ganz, ganz wenig. Das ist das, was er mir gibt. Confirmen nochmal. Also man muss immer nochmal auf seiner Wallet auch nochmal das Ganze bestätigen, dass man das Ganze hat. Ja. Und jetzt kann ich hier auch nochmal gucken. Das liegt jetzt hier drin. Ah ne, die Pool-Token sind 1,78. Das sind die Pool-Token. So. Und jetzt gehe ich EFT ins Staking rein. Dann nochmal eben Mai, damit ich eine bessere Übersicht habe. Auch noch für euch nochmal eben die Übersicht zu sehen. Schaut, hier ist 4,38, weil hier oben ist auch immer dazu gezählt, was man claimen kann. Ja, das ist dann auch immer damit drin. Das ist jetzt natürlich eben rausgeflogen. Und hier ist einfach auf 0. Und hier auch die Farming Speed ist wichtig zu beobachten. Die steht jetzt bei, ne, 0,2223. Und jetzt guckt mal, was passiert. Und der T-Rex steht bei 5486. Und jetzt gehe ich mal in diesen Pool rein. Und ich sage Stake. Und jetzt zeigt er mir hier meine Pool-Token an. Jetzt sage ich Maximum davon. Die sollen alle da reingehen. Und ich sage nochmal Stake. Bestätige das nochmal wiederum auf meinem Tronlink-Wallet in meinem Account. Und dann nimmt das Ganze jetzt seinen Lauf. Ja, jetzt könnt ihr hier sehen, von 4,3 ist auf 4,5 gesprungen. Das hier ist höher gegangen, das ist höher gegangen. Die Farming Speed ist erhöht worden. Also es hat sich jetzt alles erhöht. Es wird sofort da drin verarbeitet und ihr könnt alles lesen. Ihr könnt keine Historie lesen. Die müsstet ihr einzeln auf der Blockchain nachvollziehen. Ihr könnt natürlich auch im Konto lesen, wenn irgendwo was hin und her geschoben wird. Hier sind die jetzt abgezogen worden. Aber ihr habt sonst hier keine Historie, was ist alles gemacht worden. Ich arbeite öfters mit Screenshots und einmal am Tag schreibe ich mir auch diese ganzen Werte auf. Aber nur einmal am Tag. Ja, das Und war jetzt. das Ganze wird mit einem Wallet gemacht. Ja, ich mache es über ein Wallet. Ich kann ja auch auf dieses Wallet, kann ich ja auch die Sachen raufziehen, die ich. Also hier passen ja alle Token auch drauf. Ne? Also das ist ja auch. Die Token sind ja alle auf der Tron-Blockchain und laufen auch hier drüber alle. Aber ihr seht hier ganz viele Token. WCC, WCC, der ist schon zweimal da. Oder WIP und. Geht nicht an diese ganzen Sachen dran. Geht nicht dran. Da hat schon manch einer sein ganzes Geld verloren, weil dann das ganze Konto abgeräumt wurde. Das sind alles Betrügereien. Auch hier der UNC. Das ist ja der Coin von der Uniswap. Von der Swap-Börse im Ethereum-Bereich. Das Pferdchen ist normal, das Unicorn, das ist normalerweise pink, hier ist es grün. Ihr seht auch hier, die Logos sind ein bisschen verschieden und so weiter. Geht da nicht drauf, versucht auch nicht, diese Coins zu tauschen in T-Rex oder sonst irgendwas. Das sind einfach nur Betrügereien. Ihr müsst selbst wissen, was habe ich? Ich habe Win, ich habe WBTT und solche, ich habe den Just auch, ich habe den Sun.
Und der Litecoin auf Tron-Basis kommt bald. Auch hier beim Aave weiß ich nicht, ob er echt ist oder nicht echt ist. Und da sind Betrüger da hinten, das ist wie eine Spam-E-Mail. Ja? Ihr kriegt ja auch so viele Spams, wo es auch immer heißt, geh nicht in die Spams rein. Also der Und Juni, der heißt eigentlich auch Juni und nicht UNC normalerweise. genau, kann auch noch sein. Ich habe den nicht, deswegen weiß ich es nicht genau. Ihr könnt auch hier mal sehen, Assets, das ist das, was ehrlich ist. Das ist das, was ihr habt. Und hier bei Uswap ist es auch so, hier kommen keine anderen Coins rein. Beziehungsweise, wenn jemand seinen Coin listen möchte, auf den anderen, egal ob Uniswap oder JustSwap und so weiter, jeder, der ein Projekt hat, der einen Coin hat, kann die einfach platzieren. Da gibt es keine Aufnahme, gar nichts, da wird nichts geschaut. Und hier bei Uswap ist es so, dass die erstmal auditiert werden. Wenn da jemand sein Projekt hat und er möchte, dass das hier gelistet wird, dass der Coin gelistet wird und dass er auch sozusagen seine Community ja auch mitbringt, was ja auch Sinn macht, dann stellt er erstmal einen Antrag. Und wir werden jetzt die Woche, werden wir es noch erleben. Dann können wir auch voten. Wir haben ja jetzt hier einen neuen Button, der heißt Vote. Dann können wir auch voten. Da können wir darüber abstimmen, ob wir ein bestimmtes Projekt aufgenommen haben möchten. Und es werden auch Projekte vorgestellt. Da ist nicht mal ein Sinn hinter dem Token überhaupt oder so. Und dann wird das schon mal von vornherein abgelehnt. Dann kommt das gar nicht bis zu uns, um uns dann entscheiden zu lassen, ob wir es aufnehmen wollen oder nicht. Sondern die Vorauswahl wird immer schon von Andreas mit seinem Dev-Team getroffen. Weil wir können ja gar nicht beurteilen, was hinter was steht. Ja, also die haben natürlich ganz andere Parameter, um zu untersuchen, weil die auch Auditierungen machen. Die wissen ganz genau, was auf was zu achten ist. Und dann wird uns das vorgestellt und dann können wir sagen, das und das Projekt hätten wir gerne mit bei uns dabei und würde unsere Runde bereichern. So, das war der kleine Ausflug nochmal zu den verschiedenen Coins, wo ihr nicht draufdrücken dürft, wenn ihr nicht riskieren möchtet, ne, wie bei einer Spam-E-Mail, dass dann irgendwas mit eurem Konto passiert. Und deswegen bin ich umso glücklicher, dass wir bald unser Eclipse City-Konto haben, unsere Wallet haben, dass das dann natürlich auch sicherer ist. Weil dann kann ja logischerweise da auch nichts reingeschmissen werden, mal eben so, wie die anderen das machen. Weißt du, die sagen immer Airdrop, Airdrop, ihr kriegt das geschenkt, aber keiner hat was zu verschenken. Jeder möchte irgendwie eine Gegenleistung dafür haben. Und deswegen sollte euch das immer stutzig machen, wenn jemand großartig sagt, er hat was zu verschenken. So, was haben wir denn jetzt alles? Assets haben wir durch. Exchange ist einfach, wenn ich Coins wechseln möchte, ne? Also, auch wenn ihr jetzt hier sowas macht, ich habe ja schon ein fertiges Konto, ich habe jetzt nur geclaimed und so weiter. Aber ihr könnt auch erstmal draufgehen und sagen, ich möchte mir jetzt erstmal so die verschiedenen Konten angucken. Was können die bringen? Was haben die für einen jährlichen Schnitt? Wie viel sind schon drin? Wie voll ist der Pool schon? Ja, macht euch eure eigenen Parameter, guckt einfach nach, wonach ihr gehen wollt, dass ihr da in irgendwas einsteigt oder auch Bitcoin. Wenn man sowieso noch Bitcoin rumliegen hat, kann man auf Poloniex gehen. Poloniex ist eine Börse, kann die dort wrappen, wie es heißt, also anders einpacken und kann den Bitcoin durchs anders eingepackte auf die Tron-Blockchain bringen und kann damit dann auch ins Staken gehen. Weil wenn sie sowieso vielleicht auf dem Tresor liegen würden und so weiter, weil man ganz einfach den Bitcoin hodelt oder auch Ethereum, kann man auch sagen, okay, dann kaufe ich mir vielleicht ein bisschen EFT dazu und gebe den einfach hier rein, damit er hier auch noch arbeiten kann. Oder ich weiß gar nicht, ob wir den auf der Yumi-Plattform auch haben im Moment. Active. Da haben wir Bitcoin mit USDD, aber da kommen dann halt auch immer, wenn die staken, da kommen dann Yumis raus. Genau, dann stake ich Yumis. Also wir haben hier zwei Button. Hier wird zum einen der Yumi gestaked, der Coin, der hierzu gehört. Und hier wird der EFT gestaked. Hier gibt es den EFT als Belohnung, der für Eclipse City gesamt gilt. Und wenn es ums Voten geht, wenn es darum geht, dass wir dann irgendwann hier voten können, hier geht es ja ums Voten bei Uswap. Das machen wir natürlich dann mit dem Yumi. Und da müssen wir dann auch gucken, dass wir ein paar Yumis frei haben und können dann mit voten. Und fürs Voten, fürs Wählen gibt es auch immer Belohnungen. Ähnlich wie beim Staken kommt da auch eine Belohnung raus. Wir hatten ja schon den ersten Vote, hatten wir ja schon mal. Da wurden wir einfach nur gefragt, wie alt wir sind. Und hier erscheinen dann, warte mal, endet. Genau. Wir hatten hier einfach schon mal so ein paar Geschichten, wo man testen konnte, wie das Ganze funktioniert.
Ganz spannend. Hier kann ich mir auch nochmal die Pairs angucken. Hier kann ich auch nochmal Informationen rausziehen. Gehen wir einfach mal auf EFT T-Rex. Aber da habe ich mich auch noch nicht näher mit beschäftigt, was ich hier alle für Informationen kriege, die mir dann vielleicht erleichtern, in welchen Pool ich reingehe. Also wenn da jemand was zu sagen möchte, ist er herzlich willkommen. Also seit einem Monat sind wir ja unterwegs. Eine Woche. Was passiert? Das ist die Liquidität, die im Markt drin ist. Das Volume weiß ich jetzt gerade nicht, auf was es sich bezieht. Also Volume, was innerhalb von 24 Stunden, ja, hier ist ja einfach nochmal alles erklärt. Preis EFT. Der EFT liegt bei 23.458 T-Rex. Und Preis T-Rex, der ist dann wahrscheinlich in EFT oder es ist in Bitcoin. Weiß ich jetzt gerade nicht. Also hier kann man sich auch nochmal auf jeden Fall alles Mögliche Wie bist du nochmal auf die Seite gekommen? Das ging so schnell gerade. Ich habe das auch schon gesucht. Was wolltest du gerade wissen? Wie du auf diese Seite gekommen bist. Über Pairs. Ah, okay, danke. Bitte. Also Pairs, da seht ihr einfach die ganzen Paarungen, die wir so anbieten im Staking. Und ja, guckt danach, rechnet ein Moment bisschen mal, rum. aber jetzt bist du in den Pairs und dann, wo musst du dran, musst du vor, wo musst du hinklicken? Dann drücke ich Ah. logischerweise einfach auf ein Pärchen drauf. Super, danke. Gerne. Ihr seht ja auch, wenn ihr mit der Maus irgendwo drüber fahrt und es ergibt sich dann ein Unterstrich, kann man meistens auch irgendwas wieder neu öffnen, um weiterzukommen. Also einfach mal rumsurfen, es passiert hier nichts, guckt euch alles ganz genau an, ja, was ihr alles so finden könnt. Wie gesagt, ihr sucht euch einfach ein Pärchen aus und sagt dann, okay, ich müsste das jetzt tauschen. Und dann muss man natürlich sagen, okay, man muss natürlich erstmal T-Rex auch hier rüberladen. Ich sage immer, verdient erstmal die T-Rex auf Eclipse City Global. Da habt ihr das 1%, das kommt und so weiter. Und dann geht ihr einfach und ladet Geld rüber auf das Swap-Konto. Dann ladet ihr T-Rex hier drauf. Und dann sagt ihr einfach, ich suche mir einen Token aus. Ich habe mich beispielsweise entschieden, den Sun zu staken. Suche mir den Sun aus. Und gehe dann in den Pool. Ich weiß gar nicht, ob es einen gibt im Moment. Sun ist, glaube ich, auch nur mit Yumi. Ja, genau. Also bei mir ist es beispielsweise so, ich sammle Yumi und ich sammle EFT. Und deswegen sind fast alle Pools bei mir, haben die eine Hälfte von den beiden Token. Weil ich möchte jetzt nicht, ich halte sie ja, ich gebe sie nicht weg. Also warum soll ich sie dann nicht als die eine Hälfte mit in die Liquidität reingeben, um damit staken zu können. Deswegen seht ihr bei mir halt auch nur Yumi-Token. Hier. Oder EFT. Ich habe nicht. Ist Was es haben das wir so, hier? dass der EFT und Yumi ohne Gebühr ist? Sehe ich, also, oder stehe ich da auf dem Schlauch? Der reine EFT, der ist ohne Gebühr. Nein, der EFT Yumi. Der EFT Yumi ist auch ohne Gebühr. Ah, okay. Der ist auch ohne Gebühr. Also EFT Yumi ist auch ohne Gebühr, also der kostet nichts. Und auch die reinen EFT oder Yumi, siehst du, ich hätte hier auch noch EFT abholen können. Hier habe ich nämlich auch noch EFT drauf liegen. Ich parke die manchmal zwischen, wenn ich sie nicht gebrauche, weil ich gerade nichts damit machen kann oder gerade vielleicht auch nicht irgendeinen anderen Coin kaufen möchte, sondern ich weiß, vielleicht irgendwas anderes wird frei oder so. Oder wenn ich Yumi irgendwo übrig hätte, aber die ich gestern übrig hatte oder mir abgeholt hatte, die habe ich dann mit EFT zusammengepackt. Und habe den EFT Yumi Pool dann am Pool, weil der immerhin noch mehr gibt als der reine EFT Pool oder der reine Yumi Pool. Ja, und da habe ich das hier einfach auch nochmal so zusammengestrickt und da habe ich natürlich auch noch meine Ausschüttungen täglich. Und da muss man halt wissen, was man macht. Einige gehen hin und verkaufen den Yumi oder verkaufen den EFT. Wie gesagt, das ist alles jedem selbst überlassen. Ich kann den Yumi hier auch mir erstmal erstaken, indem ich hier in verschiedene Paarungen reingehe und kann hier auch machen Sun T-Rex, HT T-Rex und so weiter. Hier habe ich sehr, sehr viele Pools, wo ich den Yumi mir erarbeiten kann, indem ich die einfach ja, staken lasse. Und dann, wenn ich den Yumi habe, dann kann ich rübergehen in EFT Staking und paare den Yumi eben mit anderen und kann dadurch dann erreichen, dass ich
EFTs bekomme. Also es ist alles so aufgebaut, dass man weder Yumis noch EFT kaufen muss. Und das liegt an jedem selbst, was er macht, weil er hat natürlich auch extreme Schwankungen. Und dann sind welche wieder am Weinen, weil sie einfach nur auf über eine Woche schauen und nicht über Jahre hinweg. Wichtig ist nur, also ich höre immer auf das, was der Andreas sagt, und der sagt, haltet Yumi, haltet EFT, und ihr werdet damit in Zukunft noch sehr, sehr viel Geld verdienen können. Und deswegen gebe ich die nicht her, sondern nehme die immer in Paarungen hier für Staking rein und gucke, dass ich auf die Art und Weise mehr bekomme. Ich hätte noch mal eine Frage. Guten Morgen an alle. Hier ist die Conny. Hallo Conny. Ich bin jetzt seit ein paar Wochen auf der Uswap unterwegs, habe mir auch fast alles selber beigebracht und bin da auf eine kleine Hürde gestoßen, die mir nicht so ganz klar ist. Und zwar TRX kann man ja in alle Token tauschen, die da so vorhanden sind. Nun habe ich am Anfang in USDJ getauscht, TRX in USDJ, und wollte das einfach, um da mal so ein bisschen Erfahrung zu sammeln und mal ein bisschen rumzuspielen, das wieder in TRX zurücktauschen. Das funktionierte nicht. Ich habe immer den Hinweis Error bekommen. Es wurde nicht zurückgetauscht. Habe ich da irgendwas falsch gemacht oder was falsch verstanden oder irgendwo einen kleinen Bug in meinem Gehirn? Wahrscheinlich nicht, aber es liegt an der Liquidität, die da ist. Erstmal danke für deine schöne Frage, weil ich habe auch noch was ganz Wichtiges vergessen zu erklären und das können wir jetzt bei der Gelegenheit nachholen. Also, wir haben einmal hier die Exchange und da kann ich jetzt natürlich auch sagen, ich change mal eben den EFT. Ja, müssen wir doch gegen T-Rex machen, was anderes gibt es nicht. Und ich möchte zwei EFT haben. EFT ist ein schlechtes Beispiel dafür. Nehmen wir ruhig mal den. Ihr seht hier unten den Price Impact. Das hat was mit dem Preis zu tun, für den man den da kaufen kann. Ich erhöhe den mal eben auf 100. Jetzt habe ich einen Price Impact von 0,04%. Jetzt mache ich mal was anderes. Ich gehe jetzt auch noch mal eben auf die Just Swap und gucke, was da anfallen würde an Kosten. Also das heißt, ich würde rauskriegen 3.294, aber auszahlen würde er mir nur 3.261. Ich vergleiche auch immer ganz gerne Preise. T-Rex und das andere war jetzt der, wie hieß er? Jetzt weiß ich nicht mehr, wie er heißt. Wisst ihr es noch? Just war das, glaube ich, oder? USDJ. USDJ. So, den, genau, den. So. Und ich wollte von dem 100 haben, glaube ich, ne? Oder hatte ich 1000 gesagt? Ne, 100. 100. 100. Also, Just Swap ist ja schon länger am Markt. Die haben eine wesentlich höhere Liquidität. Und jetzt gehe ich mal eben gucken, mal eben vergleichen. Und hier sagt er mir, das ist das, was ich dafür bezahlen muss. 3.308 und 3.000, nee, was ich dafür bekomme. So ist es ja. Warte mal. Ich habe es falsch herum eingestellt. Das geht ja gar nicht. Ich muss ja, wenn es die richtige Reihenfolge halten. Hier tauschen wir das mal eben um. So muss es sein. Ich kann ja nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Ja? Also ich tausche T-Rex. Ich bin auf der Exchange. Ich habe T-Rex und ich möchte den USDJ tauschen. Ja? Also, wenn ich 100 Stück haben möchte, kostet mich das 3.317 T-Rex. Beziehungsweise es kommen dann ja noch Aufschläge dazu. 0,4% Price Impact. Der Kurs ist dann ein bisschen anders. Und 9 T-Rex Liquidity Fee fällt auch noch an. Und wenn ich jetzt hier hingehe, kostet es mich nur 3.308. Also hier hat es 3.317 gekostet und hier 3.308. Aber hier ist der Price Impact ein anderer. Deswegen ist der Preis anders. Wir können es auch mal eben auf 1000 erhöhen, dann wird das noch gravierender werden. Hier ist der Price Impact bei 0,42 und hier drüben ist er bei Just Swap bei 0,02.
Also muss man sich wirklich überlegen, wo man kauft, vor allen Dingen, wenn es größere Mengen sind. Also hier kostet es mich ganz einfach viel mehr, als es mich hier kosten würde. Es ist im T-Rex-Bereich, es sind trotzdem keine großen Summen. Also hier sind es 0,49 und hier sind es, ja, es sind 203 T-Rex mehr, die ich ausgebe. Und da muss man immer gucken, ob der Pool bei Uswap voll genug ist für das alles. Ich vergleiche immer den Preis. Wir haben den Vorteil, dass wir an den Gebühren ja auch beteiligt sind, dass das auch, dass wir, dass uns auch zugute kommt und dass Gebühren natürlich auch bei Eclipse City Global reinfließen. Aber natürlich gucke ich erstmal natürlich auch nach meinem eigenen Geldbeutel und gucke, was zahle ich bei JustSwap und was zahle ich bei Uswap. Da einfach nochmal nachschauen. Und das ist das wahrscheinlich, da ist der Unterschied dann. Vielleicht könntest du das dann einfach auch, Conny war es glaube ich gerade, oder? Ja. Conny, vielleicht kannst du es einfach bei JustSwap tauschen. Okay, also ich, wie gesagt, ich war da am Anfang dabei und habe so auch auf Price Impact das überhaupt noch nicht beachtet. Das sind alles so Sachen, die kommen so, wenn man über längere Zeit sich damit beschäftigt und damit arbeitet. Und ja, das habe ich jetzt auch schon verinnerlicht. Und ich werde aber dann auf JustSwap nochmal gucken. Vielen Dank, Birgit. Ja. Ne, gerne. Also immer einfach immer vergleichen, weil ihr müsst euch selbst auch schlau machen damit, weißt du? Und wir können einfach nur die Tipps hier geben, was könnt ihr machen? Und natürlich sollte erstmal der eigene Geldbeutel natürlich auch im Vordergrund stehen, dass man da wirklich auch immer guckt, ja, wo kann ich am besten sparen und so weiter. Jetzt haben wir noch eine Frage. Ja, wie funktioniert das? ETH auf Tron-Protokoll wrapped mit Poloniex. Ich bin bei Poloniex immer noch nicht angemeldet. Rainer, könntest du es gerade zeigen? Aber der quatscht mit ihm. Oh. Nee, kann ich nicht. Kannst du nicht, okay. weil ich es schon gemacht habe, aber ich habe es wieder versucht und dann war es aus dem Gehirn raus. Ich wollte es die Tage nochmal probieren, ja. Ich habe es auch noch nicht gemacht. Ich schreibe es dann. Ja, also Poloniex ist eine Börse, muss man die auch anmelden und so weiter. Also hier bei Uswap musst du dich nicht anmelden, bei JustSwap musst du dich nicht anmelden, aber du musst dich natürlich bei diesen ganzen großen Exchanges wie Binance, Poloniex und so weiter, die sind ja nicht im DeFi-Bereich, da musst du dich anmelden, da machst du dir ein Konto bei Poloniex. Irgendwie hatten die mich geärgert, deswegen bin ich davon abgekommen. Ja. Und dann musst du da ein bisschen rumsuchen, dass du das findest. Was? Ich habe dafür einen Umweg, ich weiß nicht, gemacht. Ich habe mir einfach T-Rex besorgt und habe die dann bei unseren Börsen, den beiden, getauscht in den entsprechenden Coin. Ist viel einfacher. Ja? Ja, genau. Das ist ja, mittlerweile haben wir ja schon genug und dann kannst du T-Rex direkt bei Uswap tauschen. Ja, und das war auch billig, war 0,0, keine Ahnung. Also, und immer noch den Hinweis geben, dass man wirklich kleine Tranchen tauscht und sich die Zeit nimmt und mehrmals tauscht. Genau, das ist auch noch ein guter, ganz, ganz guter Hinweis. Gehen wir ja mal auf den Bitcoin jetzt hier. Siehst du, wir brauchen das gar nicht mit Poloniex. Dann habe ich jetzt noch eine Frage. Das Symbol ist ja von dem normalen Bitcoin. Der eingepackte Bitcoin heißt das normalerweise WBTC, weil ich habe den nämlich auf Firefox und wollte den hier rüber überweisen. Das geht nicht. Und in dieser, also das ist dann auf Firefox. Du kannst, wenn du hier drauf gehst, siehst du ja, wenn du hier auf Bitcoin gehst, Receive, und dann siehst du, dass der die Adresse hat. Ja, ja, aber die hat dann nicht akzeptiert. Da oben steht ja Account Support TRX TRC 10 und dann das dritte. Und das hat nicht zusammengepasst. Da muss er noch gewechselt werden, wenn er ganz woanders liegt. Also hier beispielsweise kann man ihn jetzt einfach ohne weiteres wechseln. Wollen wir jetzt mal, sagen wir mal, ein auf der Liste von den Assets, da steht, glaube ich, auch WBTC und BTC, aber den gibt es gar nicht in den Pairs. Nee, da ist er nicht. Okay, gut, dann bei dem Tron-Link taucht er dann eben auf. Ja, ja, aber das ist ja mit Tron-Link gekoppelt hier. Ja. Und wenn man dann hier auf die Adresse geht, hier steht auch, das so ist es bei Tron-Link ausgewiesen, und wenn man dann jetzt näher da drauf geht und sich dann guckt, Receive, dann sieht man, das ist die Adresse und die muss man dann nehmen. Ja gut, aber wenn du jetzt hier drauf bist und du gehst ein Stückchen runter bei dem Tron-Link, da steht auch WBTC. Ja, ich mache die Namen nicht. Ich weiß es nicht, warum das so ist. Ja. Weil manche heißen so und manche heißen so. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
Aber auf jeden Fall, man kann kontrollieren, ist es eine T-Rex-Adresse, und das ist das, was wichtig ist, dass die Adresse stimmt. Weil Bitcoin fängt normalerweise mit 1 oder 3 an, oder wenn es SegWit-Adresse ist, mit BC. Oder Ethereum fängt grundsätzlich mit 0x. Na, warum geht denn da immer sofort drauf? Ethereum fängt immer mit 0x an, und hier fängt Ethereum natürlich auch mit der T-Adresse an. Und zwar genau ist das die Adresse von deinem Konto. Und wenn du dann vorher auf den Coin gegangen bist, dann kommt natürlich genau der Coin dann auch hier an. Aber du kannst jetzt nicht von einer von Etherchain beispielsweise, Etherchain ist ja ein sehr bekanntes, großes Ethereum-Wallet, von da aus könntest du jetzt nicht auf diese T-Rex-Adresse schicken. Das Ja, musst du dann umwandeln lassen auf Poloniex. aber dann gibt es anscheinend zwei Wrapped-BTC, also das eine mit Ether und das andere mit Tron. Wahrscheinlich, ja, natürlich. Einmal mit Ethereum und einmal für Tron. Ja. Das ist die Erklärung. Ja. Wir können hier auch bei JustSwap, die haben, glaub ich, auch den BTC. Warum ist er umgesprungen? Warum lieber nur ein Bitcoin? Aber ihr könnt auch hier tauschen. Hier dann Preisimpact von 2,16. Und wenn man das aber kleiner macht, was Rainer eben sagte, dass du in wirklich kleinen Tranchen kaufst, wird es auch ganz gering. Und manchmal lieber öfters kaufen. Auch das müsst ihr einfach gucken. Wenn die Tranchen kleiner werden oder nochmal 0,1 dazu gemacht, ne, dann wird das auch alles hier kleiner, sind die Kosten umso geringer. Und wie gesagt, man kann auf den beiden Börsen sich auch die Sachen entsprechend holen. Ah, da ist er wieder hingegangen. Okay. Ich muss auf die Exchange gehen. T-Rex, Bitcoin. 0,0. 0,1 ist noch relativ viel. Komma 0,02 ist der Preisimpact. Und hier ist dann 0,05. Ja. Also wie gesagt, auch ruhig die Arbeit machen. Es geht ja wahnsinnig schnell. Die Transaktionen gehen sowas von schnell. Verfluchtes Stromkabel. Die Transaktionen gehen sowas von schnell. Deswegen guckt lieber immer erst nochmal, wo könnt ihr noch ein bisschen Geld sparen. Und na, wo ist es dann am günstigsten für euch? Okay? Also auch immer hier unten auf die Zahlen alle achten. Hat sonst noch jemand Fragen? Ja, Birgit, ich habe eine Frage, und zwar, wenn ja dieser Kontrakt ausgelaufen ist, wie jetzt der eine, glaube ich, am 25. oder sowas, muss man dann vorher, dann musst du das dann rausholen, oder wie funktioniert das? Das ist auch eine sehr, sehr schöne Frage, Achim. Ich teile noch mal eben. Bildschirm freigeben, wir gehen da nochmal drauf. Also, wenn jetzt Kontrakte auslaufen, also unter Soon steht dann meistens, was kommt jetzt als nächstes. Und endet ist das, was geendet ist. Und wenn hier was Grünes dabei wäre, dann hätte ich noch was nicht beendet. Das heißt, in dem Moment hört er auf zu arbeiten, aber mein Geld ist nicht verloren. Ja? Ich bleibe auch immer bis zum Ende drin, weil manche steigen früher aus, und der APY, der steigt am Ende nochmal ganz schön an. Auf der anderen Seite hat man auch anfangs, wenn man in einen neuen Pool reinkommt, den höchsten APY, bis dann viele reinkommen und das immer niedriger wird. Und dann geht man einfach drauf, wenn es geendet ist. Ja gut, das können wir jetzt so nicht zeigen, aber ich gehe nochmal auf Mai, gehen wir einfach mal auf irgendein Konto. Das kann ich sowieso immer machen, ja? Also ich muss nicht warten, bis etwas geendet ist. Wenn ich jetzt sage, ich brauche Geld, kann ich jederzeit alles auflösen. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig, weil oftmals du gehst ins Staking rein, es ist für einen Monat, es ist für ein halbes Jahr, es ist für 5 Jahre, und was es dann nicht alles gibt, das ist hier nicht. Wir haben unsere Pools maximal immer für 2 Wochen laufen, und da wird auch vorher schon bekannt gegeben und diskutiert, alles, was wieder läuft.
Und dann sind die zu Ende und dann kannst du unstaken. Du brauchst nicht mal zu unclaimen, du kannst direkt auf unstake gehen. Drück jetzt mal drauf, weil dann fragt er mich auch erst, ne? Ich kann jetzt auch nur einen Teil rausnehmen. Ich könnte jetzt auch sagen, ich will, das sind jetzt die Liquiditätspool-Token, da muss ich mir im Kopf vorher umgerechnet haben, wie viel würde ich jetzt rausnehmen. Wenn ich jetzt sage, ich will nur einfach nur die Hälfte, nur 70 rausnehmen, also nur einen Teil rausnehmen, und dann sagt er mir Claim and Unstake. Das heißt, das, was schon zum Claimen da ist, nimmt er raus und was ich unstaken möchte, nimmt er auch raus. Also das kann ich da ohne weiteres machen. Und wenn es geendet ist, dann mache ich sowieso Maximum und ne, dann gucke ich hier auch gar nicht nach einer Zahl, sondern drücke ich einfach Max und dann habe ich alles in der Liquidität wieder liegen. Und das ist auch ganz wichtig, weil viele dann sagen, ups, mein Geld ist weg, ich habe das unstaked und jetzt ist es nicht mehr da. Es liegt hier in der Liquidität drin und dann habt ihr die hier stehen. Hier stehen die jetzt im Moment nur, weil da irgendwie noch so ein bisschen was übrig geblieben war an kleinen Ziffern. Aber da die ja sowieso gestaked werden, kann das irgendwie beim nächsten Mal, kann das dann weg. Dann ist es verschwunden hier. Und hier ist ja jetzt nichts mehr drauf. Die sind ja alle leer. Und ja, also da müsst ihr die aus der Liquidität rausnehmen. Also da müsst ihr sagen Remove. Und der removed hier jetzt nichts, weil es einfach zu klein ist. Also ihr sagt einfach Remove. Und dann in dem Moment, wo ihr Remove gemacht habt, ist es wieder bei den Assets drin. Und natürlich auch parallel dazu auf eurem Konto, dass ihr hier auch alles anschauen könnt. Und von hier aus, von eurem Konto aus, könnt ihr es dann ja auch direkt weiter verarbeiten, auf eine Karte draufpacken und so weiter. Also was ihr eben damit machen möchtet. Ich habe auch immer noch, ich weiß gar nicht, ist es das gerade? Ja, CoinGecko. Ich habe es mal angefangen zu führen, habe es dann aber wieder vergessen. Also ich habe hier auch auf CoinGecko alle Coins, mit denen ich so ein bisschen arbeite, um auch mal ein bisschen nachzugucken, was können sie, was sind sie, wie gehen sie rauf und runter. Da kannst du dir auch eintragen, du kannst hier auch ein extra Portfolio anlegen, dass du dein eigenes Portfolio hast. Und da, wenn du sagst, du kaufst jetzt gegen T-Rex irgendwas ein, du kaufst es ja sowieso nicht hier. Aber hier kannst du dir dein Portfolio einrichten, dass du sagst, ich kaufe jetzt den Win oder den Clever oder den Sun. In der Regel habt ihr ja die T-Rex überhaupt schon durch Eclipse City Global bei euch und ihr tauscht das dann um gegen einen anderen Coin. Das swappt ihr dann ganz einfach. Aber hier schreibt ihr euch das einfach auf, zu welchem Preis ihr gekauft habt. Dann könnt ihr das auf diesem Chart einfach noch so ein bisschen nachvollziehen, was ihr gemacht habt. Und diese kleinen Coins, die schwanken auch ganz tüchtig. Aber ich setze da keine Energie rein mit Kaufen und Verkaufen. Ich habe mir die gekauft und arbeite immer weiter damit, mache immer wieder andere Paarungen, je nachdem, was auf den Markt kommt. Und bei mir sind die einfach so ein Zubrot zum Yumi oder zum EFT, dass ich da immer eine kleine Auswahl habe. Und ich bin auch immer in mehreren Pools drin, weil ich ja auch nicht weiß, was entwickelt sich wie. Die Zahlen hat man immer erst nachher und vorher kann man einfach nur gucken. Aber wenn ich jetzt so sehe, Active, so wenn man nach dem APY geht, dann bin ich relativ hoch oben angesiedelt. Und andere gehen einfach nicht. Diese Pools hier brauche ich ganz einfach oder auch den, da wollte ich nichts anderes tauschen. Ne? Ich habe immer meine Gründe, warum ich was mache. Und diese hier sind ja eigentlich relativ im oberen Bereich, dass die auch ein gutes Ergebnis bringen. Und auch das wechselt manchmal so schnell hin und her. Es kommt immer darauf an, wie wird was angenommen und ja, was kann man sonst damit machen. Oder weil hier unten die nichts kosten, der EFT-Yumi, der reine EFT, nicht der ETH, sondern hier der EFT-Yumi kostet nichts. Der reine, hier bei diesen beiden muss man nicht mal Liquidität reingeben, weil man gibt einfach nur die Token direkt rein. Und bevor die irgendwie rumliegen, lasse ich die hier halt arbeiten. Und wenn sie nur ein bisschen was rausschütten und wenn er mir auf 24 Stunden nur 0,016 gibt, aber er gibt mir was, ne? Und dann kann ich den, und wenn ich dann wieder sage, oh, jetzt, ich habe heute wieder T-Rex verdient bei Eclipse City, ich möchte einfach nochmal wieder 1000 oder 2000 anlegen, dann nehme ich da einfach was raus aus diesen einzelnen Pools oder ich löse hier ein bisschen was auf und bastel wieder einen neuen Pool. Also so ist das, wie ich das arbeite. Andere haben ihren anderen Stil.
So gucke ich halt, dass ich aus dem, was ich habe und meinem Ziel entsprechend, dass ich möglichst viel Yumi und möglichst viel EFT haben möchte, dass ich so einfach alles arbeiten lasse. Und wie gesagt, alles verdientes Geld, es ist nicht irgendwie großartig was dazugekommen, ab und zu mal ein paar T-Rex, aber ansonsten ist das alles, was vorher schon ja, durch Tronchain oder Eclipse City Global reingekommen ist. Da spiele ich hier ein bisschen mit, um das einfach alles auch zu lernen. Und man muss einfach nur machen. Also auch die Conny, wie sie sagte, sie hat es einfach probiert und das ist das Beste, was du machen kannst. Probier es einfach, guck auf die Parameter, guck es dir 3, 4, 5 Mal an und dann mach einfach. Und wir haben ja auch eine Gruppe dazu, wir haben unsere eigene Uswap-Gruppe und da sind auch immer Leute, wenn du Fragen hast, aber wir erwarten natürlich auch, dass man die angehefteten Nachrichten liest, dass man auch in unseren YouTube-Kanal geht und sich auch mal die Videos anschaut. Ich meine, das ist Grundvoraussetzung, ist alles unsere eigene Lebenszeit und es muss keiner den anderen irgendwelche Fragen beantworten, die alle schon mal beantwortet wurden, was alles schon mal irgendwo steht, nur weil man zu faul ist, was zu lesen. Also es gibt auch keine dummen Fragen, sondern es gibt nur faule Fragen und deswegen guckt bitte immer in die angehefteten Nachrichten und schaut einfach, dass ihr da schlauer werdet aus allem. Hat noch jemand was zu erzählen oder zu fragen? Hm. War nix. Rainer, auch nichts? Ja. Eine Frage, und zwar bei dem Yumi hat man ja so eine Übersicht, wenn man auf rechts oben geht und dann runter auf Yumi Staking, wo mit dem blauen Punkt da alle in einer Übersicht sind. Das gibt es aber für das EFT noch nicht, oder? Nein, nein, gibt es noch nicht. Okay. Gibt es noch nicht. Genau, Gustav. Üben, 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 üben. Und dann, ja, in der Gruppe ein bisschen austauschen. Wie gesagt, aber man sollte sich auch erstmal schlau machen, alles ein bisschen lernen und dann, ja, kann man da einfach noch ein zusätzliches Geld mit verdienen oder einfach die Pools arbeiten lassen und dann auch EFT T-Rex oder so und dann ja, T-Rex wieder zurückgeben, ne, immer was sich so ansammelt. Ich sammle ja auch oftmals die T-Rex und will dann, mein Ziel sind möglichst viele 100.000er Konten zu machen bei Eclipse City Global, weil das ist ja wirklich ein richtig passives Einkommen. Hier muss man sich auch immer wieder mit beschäftigen. Das ist auch nicht außer Acht zu lassen, aber Eclipse City Global ist ja wirklich, wenn du möchtest, rein passiv und da ist mein Ziel einfach möglichst viele 100.000er Konten zu haben oder eben über diese 100.000er Grenze zu kommen, um dann auch mal 300.000 oder sonst was zu haben, ja, um dann wirklich schön passiv was reinfließen zu lassen. Mir geht die Adresse von dem Telegram, von dem Uswap und auch von dem Videokanal, wo finde ich die? Findest du auch angeheftet in der Eclipse City Global Gruppe. Da sind alle, also da mittlerweile kann man ja ganz tüchtig viel anheften, das hat Telegram ja Gott sei Dank verbessert und ab und zu vergesse ich mal wieder irgendwas rauszulöschen. Ja, ich weiß, dann sagt mir wieder jemand, da ist so viel drin. Aber da sind auch die Übersicht drin, welche Kanäle wir haben, welche Chats wir haben und natürlich auch unser YouTube-Kanal. Okay, danke dir. Gerne, Achim. Achim, ich weiß ja, dass du auch jetzt neu bist hier. War es denn so verständlich? Kann man so ein bisschen nacharbeiten oder was fehlt dir? Ich muss einfach von ganz vorne anfangen jetzt und muss wirklich von ganz vorne, weil mit der Sache hatte ich mich wirklich noch überhaupt nicht beschäftigt und jetzt muss ich einfach gucken, ob ich mein dieses TRX-Konto jetzt einfach mache und jetzt ja einfach mal gucke, wie ich jetzt die einzelne Sache jetzt kaufe, damit ich dann diese Pairs ja, mich einfach reinfuchse. Ja, bist ja ein Fuchs. Wenn ich kurz mal ein Statement dazu abgeben darf, also für mich, ich bin ja schon etwas aktiver, nicht mehr ganz Neuling. Also für mich war es eigentlich sehr, sehr gut erklärt, auch chronologisch aufgebaut. Wo ich aber immer noch so ein bisschen, nicht ein bisschen mehr Holprigkeit drin habe, ist eben die Tokenpaare zu lesen. Also die Tokenpaare, wie sie aufgeführt sind unter Yumi-Staking oder EFT-Staking und dann gegeneinander abzuwägen, welches
auch wenn es oben steht, nicht unbedingt das Erstgenannte zu nehmen, sondern einfach die anderen mal anzuschauen und dann mir ein vielleicht etwas lukrativeres rauszusuchen. Da bin ich jetzt im Moment bei und versuche das aufzuarbeiten. Ja, das ist, weiß jemand eine Antwort dazu? Oder möchte jemand eine Antwort geben? Also ich denke, dass die mit oben stehen, natürlich auch die höchste Rendite haben. Das Problem ist, dass ich zum Schluss, wenn ich das auszahlen mal möchte und zu Geld machen, dass ich natürlich nicht weiß, wie sich der, zum Beispiel der Clever, wie sich der Coin entwickelt. Wenn der um 50% abschmiert, dann habe ich meine Rendite natürlich verloren. Ja? Aber da das ja niemand voraussagen kann, was wirklich passiert, ist meiner Meinung nach wirklich der sicherste Weg, den wir auch jetzt eigentlich immer gegangen sind, ist der sicherste Weg, ich tue Geld in Eclipse City global und Geld, was ich nicht brauche unbedingt, und den Ertrag daraus, den wandle ich um zum Staken. So haben wir das gemacht und ich muss sagen, ich habe mit null begonnen, weil ich den Ertrag benutzt habe im Wesentlichen, ja. Und dann haben wir am 8. Dezember begonnen, bei mir waren es $2.000, kann man egal sagen, wie man will, und jetzt bin ich bei etwa $13.000. Und ich habe immer wieder den Ertrag, den ich bei, damals bei Tronchain oder bei, jetzt bei Eclipse City Global bekomme, den habe ich immer wieder verwendet und immer wieder in Staking getan oder, wenn es viel Erträge waren, wieder mir ein neues Konto gemacht. So ja, war der ganze Ablauf eigentlich. Ja, entschuldige, wenn ich unterbreche. Das habe ich auch gemacht. Ich habe aber, weil ich mir so einige Tokenpaare dann doch angeschaut habe, gesehen, dass vielleicht das Tokenpaar, was an erster Stelle steht, eine Farming Speed von, ich sage jetzt einfach mal 142 hat in 24 Stunden und eins, was vielleicht 3, 4, 5 Plätze weiter unten ist, eins von 240. Also da sind doch Unterschiede und ich weiß nicht, ich denke mal, also von meinem Empfinden her ist das Tokenpaar, was etwas weiter mit etwas höherer Farming Speed dasteht, vielleicht etwas lukrativer, Birgit. Ich weiß nicht, ob ich da richtig bin. Ja, das auf jeden Fall. Also das untersuchen wir auch immer und rechnen da auch immer. Oder was Rainer jetzt nochmal sagte, deswegen habe ich das jetzt nochmal eben aufgerufen, US Tether, das ist ja ein Coin, der wenig Schwankungen hat. Ja, diese ganzen Kleinen da, die mit Win und so, Win ist ein Gaming-Coin und so, die haben ja alle große Schwankungen, aber jetzt so ein US Tether hat beispielsweise keine großen Schwankungen, dass man da auch schon bei der Kursschwankung drauf achten kann. Wie gesagt, bei mir ist es ja so, ich gebe die nicht, ich wechsle die jetzt nicht die ganze Zeit hin und her oder so, ich lasse die einfach stehen und arbeite damit oder verarbeite die. Aber da mit der Farming Speed, wir rechnen da auch immer. Also Rainer und ich, wir sind immer sehr viel im Gespräch und rechnen, rechnen, rechnen. Was könnte attraktiv sein? Was nimmt man? Und entsprechend machen wir das immer. Also wir rechnen die kann ja jeder machen, über einen Dreisatz. Wir rechnen die Rendite aus, die echte Rendite. Die hat mit der API nicht unbedingt 100% was zu tun. Die ist deutlich niedriger, als wenn man die als hernimmt. Aber die rechnen wir aus. Und ich habe jetzt wieder eine Rendite von 0,5, indem ich, wie gesagt, T-Rex in Bitcoin gewechselt habe und meinen vorhandenen Bestand von EFT dazu genommen habe, die Rendite wieder auf die 700 API knapp erhöht. Das merke ich an der Ausschüttung deutlich. Also dieses Wahnsinn, was das ausmacht, wenn ich doppelte Rendite erfarme. Asteke. Ja, also wir rechnen das schon jeden Tag. Deswegen muss man gucken, wo die höchste Rendite ist und ob Ihnen das Paar irgendwie taugt. Eine Voraussage, wie es aussieht in der Zukunft, kann niemand geben, unmöglich. Das ist ein eigenes Risiko. Aber bis jetzt muss ich sagen, ist es extrem gut gegangen. Wenn es so weitergeht, dann sind wir Ende des Jahres mal ausgerechnet durch. Dann hat sich's erledigt, unser Geldverdiener. Leider rechnet immer alles schön und hoch. Ja, das ist sehr interessant und das würde mich jetzt auch mal interessieren, Rainer. Kannst du mal ganz kurz die Parameter sagen, was gegeneinander aufgerechnet wird? Das habe ich jetzt so ganz schnell mitgekriegt. Und ich habe die Frage nicht verstanden.
Okay, also wie du deine Rendite errechnest, kannst du mir da noch mal ganz kurz sagen, was du gegeneinander aufrechnest? Ach so, die Rendite. Warte, da muss ich das selber noch mal reinschauen hier. Moment. Das würde ich mir nämlich gerne jetzt mal aufschreiben. Wieder was Also, gelernt. ja, natürlich, okay. sind wir ja hier. Also, man hat ja unten, wo die Zusammenfassung ist, beim Mai Ja, zum Beispiel. genau. Genau, da steht ja Farming Speed in 24 Stunden. Ja. So, da steht irgendeine Zahl. Ja. So, und dann habe ich ja, muss ich jetzt gucken, Farming Speed in 24 Stunden. Rainer, ich habe es gerade auf meinem Bildschirm. Hast du es? Ach so, ja, Ja. Farming Speed in 24 Stunden. Und da stehen auch die T-Rex angegeben zum Beispiel. Ja. Und bei den anderen ist es ein bisschen an, können wir mal ein Einzelbeispiel auch machen, aber hier wäre es dann so, habe ich die 5000 T-Rex in 24 Stunden, das ist ja der Durchschnitt von allen. Ja. Machen wir einen Fonds allein, einen Pool alleine auf. Ja. Das ist ja jetzt nur der Durchschnitt. Machen wir einen bitte mir mal auf. So, ui, genau. So. Ja. Okay. Nee, warte mal, der ist zu kompliziert, Rainer. Brauchen wir einen mit. Warte mal, ich mach mal einen mit T-Rex auf. Kompliziert. Nee, dass wir Okay. T-Rex gegenrechnen können, deswegen. Ja, wenn wir jetzt EFT haben, okay. So, also, wir haben die EFT. Okay, hier der geht zum Beispiel. Da haben wir ein Farming Speed von 0,012, tralala. So. Und oben steht meine Liquidität EFT und T-Rex. Ja, Ja. da wir aber ein Paar haben, kann man auch im Umkehrschluss sagen, ob es jetzt 100% exakt ist, wie immer, wegen den unbestätigten Quatsch da. Jetzt haben wir 0,36 mal 2. Das ist eigentlich meine Liquidität in EFT. Jetzt rechne ich 0,01, ich mache es mal mit dem Rechner, Moment, mache ich gleich mal parallel, ob es stimmt. 0,012 25 Wir haben hier eine mal. Farming Speed von 1,68%. Rechne du mal, Rainer, ob du das gleiche rauskriegst. 1,68 hast du, sind die, na. Doch. Ach so, du hast schon gerechnet. Ich habe schon Warte gerechnet. mal, ich rechne selber nochmal nach. 0, man musste bloß einen Dreisatz machen jetzt. Also Zu du rechnest im Grunde genommen unten diese mal, 281 das geteilt ist durch das Doppelte von dem hier. 72. Also du hast ja zwei Liquiditäten, also zwei. Okay, ja, das verstehe ich. Ja. Dann mal 100 und dann hast du das, was der Pool bringt. Und Ah. der bringt am Tag 1,688%. Ah, jetzt habe ich das verstanden. So, Ja? ja, ganz Okay. einfach. Ja, wenn man es weiß, ist es ganz Genau, einfach. genau. Habe ich auch alles lernen dürfen, ist ganz spannend, muss ich sagen. Ja, Ja, jetzt habe ich es kapiert. haben wir lange probiert und dann war es auf einen Fall mal ganz klar. Mal sehen, ob es stimmt. Manchmal habe ich auch schon 5% verdient und hat Rainer wieder gesagt, du hast vergessen, dass es ein Pärchen ist. So, ja, die. Ja, Ja, bei mir dauert es ein manchmal bisschen schön. langsam im Kopf, weil ich im Krankenhaus war und Schmerztabletten noch gegessen habe. Das habe ich schon gemerkt, dass das Gehirn da irgendwie abgeschaltet ist teilweise. So. Dankeschön. Aber da kann man es wirklich bei jedem exakt nachrechnen. Und der Durchschnitt liegt ungefähr bei, wenn man die Pools alle mit 700 API hat, liegt er ungefähr bei gute 2% am Tag. Ja, das ist enorm, was da rauskommt. Ich habe auch Ja, schon so ein bisschen hin und und wo her die früher gerechnet noch und mit den das war Wahnsinn. 1700 dabei waren oder 1500, Ja. da Wo lagen noch wir nicht bei so viele gestaked 4%. haben. Da haben Da wir. waren wir, Ja. na, in einem halben Jahr alle Millionär durch den Zins- und Zinseszinseffekt. Aber ich muss immer wieder betonen, das ist Hochrisiko und man weiß es nicht. Das Sichere ist, die Grundlage zu schaffen bei dem Global und alles, was man dort verdient. Vielleicht ein bisschen ergänzen durch eigenes, aber grundsätzlich das Verdiente in das Hochrisiko-Farming oder Staking stecken, Staking stecken. Ja, dann ist man auf der sicheren Seite. Weil da auch mit geringen Einsätzen, mit den relativ hohen Renditen gegenüber auch der Konkurrenz, habe gerade noch mal geguckt,
ja, wir einen wahnsinnigen Ertrag erzielen. Ja, Und also wir sind werden hier wirklich natürlich später. verwöhnt, weil ich habe mir auch schon andere Plattformen angeguckt und es ist lächerlich im Grunde genommen, was die da rausgeben. Und ja, wir haben hier wirklich tolle Erträge. Und wie gesagt, wenn man sich das vorher schon erarbeitet hat, das Geld, und dann einfach hier mal anfängt, ist das wirklich die optimale Kombination, muss ich sagen. Genau. Genau. Wenn keine Fragen mehr sind, würde ich Genau. sagen, genieß mal den Sonntag, oder? Ich danke euch für eure Zeit, wünsche euch fröhliches Farmen und Staken und Globeln. Und wir sehen uns, ja, wir haben die ganze Woche über einmal täglich Präsentation für Eclipse City Global. Und mittwochs morgens macht der Micha immer um 11 Uhr, spricht er über Uswap, und ich mache es eben sonntags. Und ja, und ansonsten einmal täglich Eclipse City Global. Ladet Gäste ein, bringt Leute mit. Es macht allen so viel Spaß, die einsteigen, weil es einfach richtig toll ist, was man hier sich hier nebenbei aufbauen kann. Und ja, teilt es der Welt mit. Es ist eine geile Firma, Andreas mit seinem Eclipse City. Es macht einfach nur Spaß. In diesem Sinne, fröhlichen Sonntag. Ciao. Schick Schönen euch Sonntag. mal. Ciao, tschüss. Ciao. Ciao.